Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Heute mal mit einer besonderen, außerplanmäßigen Folge, denn ich wurde gerade auf WhatsApp angeschrieben, dass ich unbedingt irgendwas als Video machen soll, da anscheinend ein neuer Bug im Spiel ist, der irgendwie komplett alles aus den Fugen reißt und irgendwie das Spielen unmöglich macht. Ich wurde in der Gruppe gerade angeschrieben, sollte unbedingt reinkommen. Hanna ist jetzt auch gerade schon direkt ins Discord gekommen und wir gucken uns das Ganze mal an. Am besten sagst du mir gerade, was passiert ist, also hau einfach mal los. Ja, also erstmal, Sissy hat mich angeschrieben, ganz aufgelöst. Sie rennt wohl irgendwo in Feargrove rum. Außer sich, also fast schon Nervenzusammenbruch. Ich kann selber nicht sagen, was los ist. Ich habe versucht, irgendwie was sie zu beruhigen, aber ich schaff's einfach nicht. Darum habe ich jetzt einfach mal nachgefragt, ob ich Hilfe bekomme. Ja, okay, also du meinst Feargrove, also wir gucken einfach mal, wo sie jetzt ist. Wir schauen uns das Ganze mal an und ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall seid gespannt, was da irgendwie jetzt wirklich passiert ist. Scheint echt dramatisch zu sein. Also, sie hat mir geschrieben, sie soll hier wohl irgendwo sein. Okay. Oh Mann. Oh ja, ich höre sie auch schon. Das ist so gemein, Mann. Oh Mann. Sissy, warum bist du ein Bär? Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ich bin schon aufgelöst. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Es kam so plötzlich wie immer in der Höhle und ich habe Aufgaben. Bei welcher Höhle warst du denn? Ja, ich war so eine Bärenhöhle und ich wollte Aufgaben machen. Jetzt und dann beruhigt. Ich war auch ein Bär. Jetzt mal ganz ruhig, ganz langsam. Hast du dich schon gereloggt, Sissy? Bestimmt 10 Mal oder so. Ich locke mich die ganze Zeit. Ich bin immer ein Bär. Okay, jetzt zeig uns mal, wo das passiert ist. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist bestimmt nur irgendwie so ein komischer Glitch oder irgendwas in der Art. Jetzt. Du musst mitkommen. Ja. Aber man kann es also, Fabi, ich hab's ja gesagt, sie hört nicht auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, es ist Verzweiflung in Person. Es ist so schlimm. Ich kann alles von vorne machen. Ich bin komplett verloren. Das kriegen wir schon irgendwie hin und fürs CT wird es halt ein bisschen schwierig, ne, weil... Ich werde nie wieder mit, das ist alles, ich kann so keine Dressur haben. Jetzt übertreiben jetzt mal nicht, also ganz ruhig. Du solltest halt heute auch Tete sein, das war das Problem eigentlich auch. Ja, das war so, so besonders und dann kommt das und dann einfach als Bär, ist alles vorbei für mich, ist wirklich so schlimm. Nein, das ist bestimmt mal wieder irgendein Fehler, der wird schon wieder gefixt. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, also zeig uns erstmal, okay. Und überhaupt, das ist richtig stolz. Okay, also hier hast du gemeint, bist du irgendwie lang gelaufen? Ja, ich bin einfach so hier zu. Da, schau, da ist alles Bärenhöhle, alles voll. Da nicht zu nah dran gehen, das wird euch auch passieren, wirklich. Ihr müsst aufpassen, da ist alles voller Bären. Lol, da sind echt welche drin. Was? Warte mal kurz. Ja, alles Bären. Passt auf, nicht zu dicht dran gehen. Hä? Der war doch sonst keine drin, das lol. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hä, seit wann? Okay, lol. Das sind halt richtig. Verwirrt. Das sind halt richtig viele drin. Oh mein Gott. Moment. Hä, die lol. Die bewegen sich? Moment, haben die sich gerade zu uns gedreht? Was zum Teufel? Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Oh mein. What the fuck? Der kommt. Alter, was ist denn das für ein Scheiß, ey? Das hätte das hätte ich niemals erwartet. Ja, das super. Das war's dann wohl mit Dressur heute. So ein Scheiß. So, und damit, willkommen zum ersten CT der Evil Rain Bears und alle mal eine Wolte nach rechts. Oh Gott, ja, das kann ja was werden. Passt bloß auf, dass euch das nicht passiert. Bleibt unbedingt von der Bärenhöhle fern, denn ansonsten ist das hier das, was euch in Zukunft erwartet. Und, oh Gottes Willen, ey.